Ah, Rückeroberung Hyrules. Aber jetzt ehrlich, hier oben, die Ebene ist immer noch ganz schön hier. Das Tabanda Schneefeld ganz schön leer. Da kommt doch noch was. Ich traue hier nichts mehr. Ja. Ja, so gar nichts mehr. Sportkarotten, ja, bitte alle. Ein bisschen Geld habe ich. Eigentlich kann der König jetzt alles bezahlen, ist mir egal. Ah, guck mal, den Yonovo da unten kann ich machen. Was heißt die heißen Quellen der Verona? Das hatten wir doch schon mal. Ah, deswegen haben wir die Rüstkürbisse gefehlt. Ich bin stärker geworden. Das war dann wohl das, was ich nicht ganz mehr im Dings hatte. Ja. Kaufe bitte die Rüstkürbisse. Danke, danke, danke. König Rohams Training. 49 ist empfohlen. Hauptgegner Link und Soldaten. Der ist ja so tot. Genug Medizin für alle. Unter dem Einfluss der Verheerung greifen Monster nun öfter denn je an. Doch Medizin ist knapp und manche Wunden können nicht versorgt werden. Hilf aus, indem du heilende Materialien sammelst. Ich habe an Stärke gewonnen. Dank der bereitgestellten heilkräftigen Materialien sind die Menschen nun für den Notfall vorbereitet. Außerdem haben sich einige Bewohner von Hyrule statt freiwilliger Sanitäter gemeldet. Die Disziplin eines Holzfällers. Es heißt, dass König Roham gelegentlich mit dem Holzfällen trainiert, um bei Kräften zu bleiben. Dabei sollte er manchmal auch draußen übernachten. Bereite etwas vor, das ihm beim Campen nützlich ist. Wie wär's mit dem Apfel auf dem Stock? Kraft? Nun, da das Lager mit ausreichend Nahrung versorgt ist, kann sich König Roham auf sein Training konzentrieren. Mit dem Ergebnis, dass sich das Können des Königs ganz enorm verbesserte. Ich renne doch so zur Hütte und denke mir, wird er hier sein? Da fehlt noch etwas. Es braucht mehr. Mehr etwas. Ein Koch steht vor seiner süß duftenden Suppe und weiß weder ein noch aus. Das ist es, das ihm fehlt. Was ist es, das ihm fehlt und das sein Gericht perfektionieren würde? Milch? Prima! Gut gemacht! Vielleicht inspirierten die ihm von dir gratis überlassenen Zutaten den Koch zu seiner Geheimzutat, Liebe. Und endlich gelang ihm die Suppe, die er sich vorstellte. Als Dank teilte er das Rezept mit dir. Was ist denn das für eine Satzkonstruktion? Yay! Wenn zwei sie aus einer Schüssel essen, werden sie Freunde. Das sagt man dieser süßen Suppe nach. Energieregenerierung alle 10 Sekunden. Okay. In welchem Ausmaß? Koga möchte sein Durchhaltevermögen durch die ultimative Probe der Willenskraft beweisen. Fasten. Zuvor gibt es natürlich noch ein Festmahl. Je mehr Fleisch, umso besser. Nanu, ist es wirklich in Ordnung, so stark zu sein? Nein. Koga hielt das Fasten durch, auch ohne nur ein einziges Mal schwach zu werden. Um diesen Erfolg zu feiern, gönnt er sich ein opulentes Festmahl. Ach, du kannst mich mal... Geheimtechnik, der mächtig große Ball. Besorgt um die sinkende Moral seiner Bande, möchte Koga seine Geheimtechnik vor seinen Männern demonstrieren, um sie aufzuheitern. Er braucht zum Üben jedoch ein paar Dinge. Fische. Ich gewinne wieder an Charme. Nach härtesten Training meisterte Koga die Geheimtechnik. Von ihr und Kogas Entschlossenheit beeindruckt, verbesserte sich die Stimmung der Bande enorm.
Belohnung schnellere Herzenregeneration? Wie schneller? Ach so, in der heißen Quelle. Nehme ich mal an. Narben der Verheerung. Eine von der Verheerung verwüstete Stadt leidet unter Nahrungsmittelknappheit. Vor dem Wiederaufbau braucht sie dringend Lebensmittel. Besorge welche und bringe sie zum Marktplatz. Aber jetzt aufbauen wäre ein bisschen doof, weil wir sind noch mitten in der Schweinerei drin. Ich habe an Stärke gewonnen. Die Lieferung hat sich gelohnt, denn der Marktplatz ist wieder belebt wie eh und je. Und mit vollem Magen macht auch Projekte wie der Wiederaufbau der Stadt schnell Fortschritte. Ja, aber es ist im Moment total unnötig. 10% Rabatt auf Wer... Die Mission der Shika. Die Shika-Forscher betrachten es als eine ihrer Missionen, die alten Shika-Kultur zu erforschen. Biete diesen hart arbeitenden Forschern einige der Materialien an, die du gesammelt hast. Neue Kraft! Überglücklich betrachten die Forscher die Materialien. Die Erforschung antiker Technologie wird noch lange dauern. Doch durch gegenseitige Hilfe und Kooperation kommt sie jetzt gut voran. Theba fehlt Gras. Ich kaufe Theba Gras. Ist Revali eigentlich auch nochmal aufgetaucht hier? Nein? Was fehlt dem Theba noch? Noch mehr Gras, okay. Auf dem Gipfel des Hylia-Berges. König Rohan sucht nach einer Herausforderung und möchte den Hylia-Berg klimmen. Dort ist es sehr kalt und seine Gesundheit könnte Schaden nehmen. Sammle geeignete Materialien. Wie wäre es mit einem warmen Wamst? Du Penner, weißt du noch damals, als du dein Fischgericht haben wolltest und keiner darauf gekommen ist? Ich habe an Stärke gewonnen. Dank der wärmenden Materialien gelang König Rohan der Aufstieg zum Gipfel des Hylia-Berges. Als er auf dem Gipfel stand, kam ihm die Idee für eine Technik, mit der er sein Volk schützen kann. Wie was Aussehen ändern ist seine Spezialattacke. Kann er denn zum weißen Wanderer werden? Also eher zum braunen Wanderer in dem Sinne, aber ihr wisst, was ich meine. Zu dem Opa mit Laterne? Wahrscheinlich. Ey, das ist Zeldas Spezialfähigkeit. Gebt ihr ihren Chic-Dings zurück. Noch so ein Ding, was ich in Breath of the Wilds Nachfolge erwarte mittlerweile. Weil es so ewig dauert. Pflaumenblüten über dem Dorf. Ein Pflaumenbaum wächst still über Kakariko, doch in letzter Zeit lässt er die Blätter hängen. Impa ist bedrückt, als sie es bemerkt. Vielleicht würde etwas Dünger dem Baum gut tun. Ruft die Prinzessin an, sie hat für sowas ein Händchen, habe ich gehört. Kinox und Leunenherz, das müssen richtig krasse, fette Pflaumen werden. Du hast den Pflaumenbaum mit dem von Prinzessin Zelda bereitgestellten Dünger gedüngt und er erholte sich schnell. Auch Impa war erleichtert. Vielleicht ist dieser Baum eine Quelle ihrer Kraft. Ich sage, Botanik-Spezialistin ist er auch noch. Es ist faszinierend. Ich wusste gar nicht, dass Impa noch keine dritte Leiste hat. Versag! Ja, ich versage immer. Ah. Na du weißt, warum ich hier bin, ne? Ich bin immer deswegen hier. Und wegen dir natürlich. Hübscher Schnabel heute. Bis zum nächsten Mal. Offenbar hat das noch nicht ausgereicht, weil ich noch mehr Durian brauche. Und ich brauche Moblin-Urkunden. Natürlich brauche ich Moblin-Urkunden. Ich brauche immer Moblin-Urkunden. So, die Spurkarotten müssten dann bald fertig sein.
Hier sehe ich eher schwarz. Was brauchst du da? Oktorok-Urkunde. Immerhin habe ich eben ein bisschen was davon bekommen. Hier wollen alle Moblin-Urkunden haben. Habt ihr sie noch alle? Rijo, verpiss dich, Rijo. Kein Bock mehr auf dich. Der dumme Robbe. Oh, Patricia. Wuh, 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 wuh. Das ist Thors Hammer. Ach nein, eine Robbe. Egal, ich benutze sie trotzdem wie Thors Hammer. Wui, 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 wui. Ja, was ist denn, Ei? Bist du bescheuert? Offenkundig bist du bescheuert. Das wollte ich nicht. Verteidige die Akala-Festung. Schon wieder. Empfohlener Level 53. Kriegen wir das hin, Revali? Ich denke schon. Lass mal machen. Da ist eigentlich hin, der König. Vor Koga, nach Koga, hinter die Prinzessin? Vor Maronus? Hinter Maronus. Hinter die neuen Recken. Hinter Koga. Aber noch immer vor der Fee. Und vor Miss Kiyoshia. Eins, zwei, drei, vier zu viele Leute. Das Hauptquartier darf nicht fallen, aber ich muss trotzdem irgendwie... Okay. Und tschüss, das war's mit meinen super tollen Sachen. Was bei bekloppter Feuerschlange mir in die Fresse explodiert sind. Gehörst du hier zu? Ich finde, es ist eine berechtigte Frage, weil du hier draußen die ganze Zeit nervst. Na sowas. Okay, offenbar war es nicht derjenige, der hier zugehörte. Ist da gerade einfach neue Viecher vor mir gespawnt? Lustig. Extrem lustig, so weg mit dir. Hast du gerade mitten im Bombenhagel angefangen zu kabbeln oder was? Oh, na dich werde ich bubbeln, werde ich. Ich darf also blinken. Ich bin ein heißes Hühnchen, okay? Da kannst du so viel bomben, wie du willst. Und jetzt fliegt in die Luft. Hier ist Luft. Der Sieg geht auf mein Konto. Link! Da kommt irgendwas, Revali. Falsch. Wie wär's, wenn du zu uns allen hier mal reinkommst, hä? Wäre doch bestimmt lustig.
Gut, Revali ist unten auf dem Weg zu dem Ding, dann kann ich Link ja oben hinschicken, wobei da kommt schon wieder jemand. Der nächste silberne Mob. Vielleicht sollte jemand drin warten, denn die kommt von beiden Seiten. Ich darf also, Link. Der Sieg geht auf mein Konto. Was? Zornwächter? Die Freude hat er nicht lange angehalten. Revali? Er ist so freundlich, schon mal nach da oben zu gehen, weil dann kannst du da schon mal den Posten vernichten. Während ich hier versuche, die Stellung zu halten. Und wenn wir es gut machen, bist du schneller als die Wächter da unten. Das wäre doch was, oder? Na sowas. Vielleicht schaffe ich es aber auch vor dir. Eismoblin, also nicht so dramatisch. Dramatisch ist hingegen, dass schon wieder so ein silberner Moblin mitten im Ding drin ist. Was? Nein. Hä? Das war doch eben nur noch ein Moblin. Warum ist jetzt auf einmal ein schwarzer Hinox? Sie haben sich entwickelt. Ich weiß jetzt wenigstens noch, was ich achten kann. Ja. Da unten ein bisschen aufpassen. Wenn ich hier noch mit dem Hinox spiele. Ja, das war gerade total geplant und auch überhaupt kein Zufall. Voll das Können. Ich habe nur gesehen, so aus dem Augenwinkel, dass er gerade irgendwas plant und dachte mir, ja, nein, nicht mit mir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich wirklich schaffe, den Ding auszuweichen. Hat mich gerade aus der Luft rausgeholt, der Penner? Okay.
ist eigentlich fast egal, wen ich jetzt umhaue, aber irgendwen x ich jetzt. Ist eine Frechheit hier mit euch allen auf einem Haufen. Greife ich mit Revali zusammen an? Nein, würde nie passieren. Ich dachte schon, wir müssen noch die Wächter besiegen, die gerade angerannt kamen. Das wäre es ja noch gewesen. Zum Glück war Revali da und hat alle vernichtet. Es kann nichts anderes gewesen sein. Ja, du kannst mich mal, Fee. Kommt bestimmt bald eine Aufgabe. Fee, Level 70. Was? Beziehungsseminar ist verfügbar? Ah. Das Beziehungsseminar. Du solltest Materialien für die Gerudo besorgen, die am Beziehungsseminar teilnehmen. Du fragst dich allerdings schon, wofür sie diese Materialien verwenden. Mal gucken, was haben wir denn da? Wir haben Bananen und Käfer. Schwertkrabben und Bananen. Okay. Ja, wer weiß, was sie damit machen. Die Schwertkrabben in Scheidenkrabben stecken? Keine Ahnung. Jetzt höre ich nicht auf. Als Dank für die Materialien darfst du am Beziehungsseminar teilnehmen. Zu deiner Überraschung handelt es sich um Kampftraining. Muskeln zählen auch auf Schlachtfeld der Liebe. Kommt auf die Frau an. Manche können es tragen, andere ja. Nicht. Der Gemüsegourmet, ein Gourmet unter den Jäger, interessiert sich für die Spezialität aus Kakariko. Wenn er Gerichte mit Gemüse aus Kakariko bekommt, wird sich seine Stimmung enorm verbessern. Ich gewinne wieder an Charme. Der Jäger-Gourmet war beeindruckt von dem Gericht aus selbst angebautem Gemüse. Er wirkte überaus motiviert und ihr scheint, dass der Wiederaufbau der Jäger nicht mehr fern ist. Oh toll. Für die auch wieder aufbauen sollten. Naja. Im Moment helfen sie. Die Frage ist, wie lange. Wenn ich nicht irre, fehlt mir immer noch ein Glutkraut, richtig? Ich brauche das vor allem für was ganz anderes. Für Theba. Es fehlen noch 6. Und wir kriegen 1. So, was ran? Da fehlen wieder Moblin-Urkunden. Natürlich fehlen wieder Moblin-Urkunden. Da unten kann man was machen. Herzhafte Meeresfrüchte. Für eine Naturforscherin im Dorf der Sora sollst du ein Maxi-Meeresfrüchtegericht kochen. Aus Zutaten, die es sonst nicht im Dorf gibt. Dies könnte im Kampf gegen die Verheerung helfen. If you say so. Überlass den nächsten Kampf einfach mir. Durch Kombination von Maxilachs aus dem Norden und der Maxi-Muscheln aus Angelstädt gelang der Forscherin das perfekte Fischgericht. Es steigert sogar die Moral von allen, die es essen. Cool. Cool. Wir brauchen noch diese Maxi-Krabben da. Die Schwertkrabben. Wer braucht die noch, hä? Wer braucht die?
Theber? Nein, Theber braucht so einen Blödsinn nicht. Du brauchst so einen Blödsinn auch nicht. Genau? Du brauchst Schwertkrabben? Was willst du mit Schwertkrabben? Vor allem wird das nicht ausreichen.